Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu SOFA. Mein Name ist Lars Müller-Marienburg, ich bin Superintendent für Niederösterreich. SOFA heißt im Normalfall Sonntag für alle. Aber für die Zeit des Sommers haben wir uns entschlossen, dass SOFA Sommer für alle heißt. Das hat damit zu tun, dass wir merken, im Sommer ist man in anderer Weise für Gott offen als im Alltag. Beides ist wichtig, aber das im Sommer eben auch, weil man mehr Freiheit hat, weil man andere Dinge sieht. Wir werden euch teilweise aus Niederösterreich begrüßen, teilweise von Urlaubsorten oder von Orten, wo wir zum Beispiel mit Jugendlichen hinfahren, auf jeden Fall aber nicht aus Kirchen. Ich bin heute in Hania, einer Hafenstadt auf Kreta, und werde dann gleich auf diese Berge radeln, die ihr im Hintergrund seht. Die Ausläufer der Weißen Berge seht ihr dort, und von dort kommt dann der Hauptteil. Manches bleibt gleich wie immer, nämlich dass du herzlich willkommen bist, egal wo du bist. Ob auf den Malediven oder in Misselbach. Und gleich bleibt auch, dass wir im Namen Gottes feiern, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich bin nun in den Bergen angekommen. Ich bin bei einer Berghütte, die Xyloskalo heißt. Das hier ist auch gleichzeitig der Eingang in die Samaria-Schlucht, eine der Hauptnatursehenswürdigkeiten von Kreta. Aber da ich mit dem Radl unterwegs bin, kann ich natürlich nicht in diese Schlucht hinein. Heute ist der 5. Sonntag nach Trinitatis. Darum bete ich nun aus dem Psalm der Woche, dem 73. Psalm, und setze dann mit eigenen Worten fort. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmpredigen, da ich sah, dass es den Frevlern gut ging. Gott, du weißt, andere Menschen sind manchmal schwer auszuhalten. Gib mir ein großes Herz, mit ihnen umzugehen. Hilf mir zu unterscheiden, was wirklich Unrecht ist und zu dem, wo ich mich nur selbst zu wichtig nehme oder ich mich selbst bedroht fühle durch andere Leute. Und dann hilf mir entscheiden, wie ich mit anderen umgehe. Amen. Ja, ich habe euch, wie kann es anders sein, bei diesem Hintergrund ein Bibelwort zu Bergen mitgebracht. Es ist im 121. Psalm und lautet: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Berge haben ja für viele Menschen eine große spirituelle Bedeutung. Ganz viele sagen ja zum Beispiel auch, sie finden den lieben Gott mehr auf den Bergen als in der Kirche. Das verwenden sie dann gerne auch als Grund, weshalb sie nicht in die Kirche gehen. Klammer auf. Jetzt könnt ihr SOFA ja sogar mit auf die Berge nehmen, solange nur Handyempfang da ist. Zu einer ganz anderen Zeit hatten die Berge noch eine ganz konkrete spirituelle Bedeutung. Als die Israeliten ins Land Kanaan gekommen sind, hatte die dortige Bevölkerung ihre Heiligtümer auf den Bergen. Sie hatten Altäre, wo sie ihren Göttern geopfert haben und wo sie sie verehrt haben. Die Israeliten haben dann zunächst diese Heiligtümer übernommen
und haben auch unseren Gott dort verehrt. Und dann irgendwann hat Gott sich entschieden, dass sein Begegnungsort der Tempel in Jerusalem sein soll und nicht irgendwelche Höhenheiligtümer. In der Vorstellung der anderen Religionen, der Kanaanäer, aber zum Beispiel auch der Griechen oder von Naturvölkern, war, dass die Götter wirklich auf den Bergen gelebt haben, ganz konkret. Auch hier ganz in der Nähe ein Berg, den ich euch jetzt nur als Foto zeigen kann, weil er jetzt hier nicht in diese Einstellung passt, der Wolakias. Der war, so hat es die Legende erzählt, der Ort, wo der Thron von Zeus gestanden ist. Zeus war ja ziemlich viel unterwegs, aber hier ganz wenige Meter davon entfernt, war sein Thron. Unser Gott hat sich entschieden, dass das Ganze abstrakter wird. Er wohnt nicht auf einem Berg. Der Ort der Begegnung wird der Tempel in Jerusalem. Und später dann ist die Vorstellung immer klarer geworden, dass Gott ja überall ist und es nicht einmal mehr den Tempel in Jerusalem zur Begegnung braucht, sondern wir können Gott überall begegnen. Deshalb ist dieser Bibelvers, den ich da zunächst schon gelesen habe, ja eine Art Protest gegen die anderen Götter aus den umliegenden Völkern der Israeliten. Ich lese ihn ja immer so: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Also im Hintergrund diese alte Vorstellung, auf den Bergen wohnen die Götter, deshalb muss ich zu den Bergen schauen, damit die Götter mir helfen. Und dann: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich muss nicht mehr auf die Berge schauen, sondern ich warte auf Gott. Ich erwarte alles von Gott, der überall wohnt und nicht mehr nur auf den Bergen. Das entspricht natürlich voll unserem Glauben und unserer Vorstellung. Und die Vorstellung, dass die Götter auf den Bergen liegen, ist natürlich auch ein bisschen naiv. Und gut, dass die nicht mehr so ist. Gleichzeitig denke ich mir, in der jetzigen Zeit ist es ja so, dass die Natur wirklich bedroht ist. Auch die Berge sind bedroht. Man sieht es vielleicht noch nicht so sehr, weil nicht so viele Leute hinkommen, aber auch der Mount Everest zum Beispiel wird so vermüllt, weil alle Leute diesen Berg besteigen wollen. Wie wäre es, oder wäre es eigentlich auch so, wenn man weiterhin die Vorstellung hätte, dass die Götter auf den Bergen leben oder sonst irgendwo in der Natur, in einem Baum oder sonst wo? Hätte man dann die Stirn und die, ich möchte sagen, ja, Unverschämtheit, dass man den Wohnort der Götter zerstört, die Natur? Ich glaube, diese Vorstellung würde schon etwas dazu beitragen, dass es mehr Respekt gibt. Ja, wir wissen und sagen, dass Gott die Erde geschaffen hat, aber er wohnt eben überall, auch im Himmel und damit gleichzeitig nirgends. Also dieses ganz Konkrete, das müssen wir, glaube ich, für uns selber suchen. Das wird uns nicht mehr so gegeben, dass eben die Götter irgendwo konkret leben und man eben auf diesen Ort aufpasst, sondern Gott ist überall und wir müssen wirklich das immer wieder bedenken. Die Natur ist so wertvoll, als würde Gott dort persönlich, buchstäblich leben, auch wenn er natürlich viel abstrakter ist als diese Vorstellung. Ich wünsche euch das, dass ihr in der nächsten Zeit euch ein bisschen überlegt, wie wäre das, wenn man so eine naive Vorstellung hätte, dass Gott wirklich dort lebt? Also zum Beispiel hier auf Kreta, also dort auf dem Parchnes lebt. Das ist der noch höhere Berg als der vom Zeus. Wie wäre es da, mit welchem Respekt würde man dann damit umgehen? Dafür wünsche ich euch viel Glück und wenn ihr etwas entdeckt davon, könnt ihr es natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, damit wir uns gegenseitig inspirieren, denn ihr wisst bestimmt viel mehr von dem Ganzen als ich. Dann erfahre ich das auch.
Wir beten. Gott, du hast die Erde geschaffen. Dafür danken wir dir. Sie ist wunderschön. Sie ist eine Herausforderung, aber sie ist wunderschön. Hilf uns so zu leben, als würdest du in der Welt wohnen. Dass wir den vollen Respekt vor allem haben, was du geschaffen hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in die sommerliche Zeit, in diesen sommerlichen Sonntag, unter Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Danke fürs Mitfeiern. Dadurch, dass ich das aufgenommen habe, habe ich natürlich an ganz viele gedacht, hier auf Kreta, und ihr seid tatsächlich ein bisschen mit dabei, auch in meinem Herzen. Nächste Woche kommt Sofa von einem niederösterreichischen Ort, vom großen Gemeindesee in Münchendorf. Dann feiert Rainer Gotthas mit euch. Bin sehr gespannt, was er euch zu sagen hat und was der große Gemeindesee in Münchendorf euch über Gott erzählen kann. Bis dahin, alles Gute.